So macht er alle 5 Minuten 1,8 Millionen GTA-Dollars. Und das nach dem neuesten DLC. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, lasst noch gerne ein Like fürs Video da und teilt es euren Freunden, bevor dieser Glitch von Rockstar Games gepatcht wird. Aber gut, ich würde sagen, fangen wir nochmal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr einmal ein Nachtclubhaus inklusive B1-Garage. In der B1-Garage braucht ihr irgendein Sonderfahrzeug. Mein Tipp, nimmt hier den Speedo Custom. Der ist der günstigste von allen. Davon abgesehen braucht ihr für diesen Glitch auch noch eine Arena. Und in der Arena-Werkstatt braucht ihr auch das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Wie gesagt, mein Tipp hier auch, nehmt hier ganz klar den Easy in der Zukunftsschock-Variante. Der bringt hier am meisten für diesen Glitch und das ist Fakt, Leute. Davon abgesehen braucht ihr für diesen Glitch auch ein Fahrzeug, was nicht für diesen Glitch verloren geht. Also irgendein Random-Fahrzeug, was ihr halt besitzt, ne? Wie gesagt, verliert ihr nicht für diesen Glitch. Davon abgesehen, klar, braucht ihr für diesen Glitch auch Fahrzeuge, die für diesen Glitch verloren gehen können. Denn für jeden Duplikat verliert ihr ein Fahrzeug. Hier auch ganz klar mein Tipp, nehmt ihr den kostenlosen Elegy. Und ja, ihr sollt hier ein gekauftes Fahrzeug nutzen, kein Straßenfahrzeug. Und ihr braucht hier auch noch einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Abteil des MOCs, Leute, braucht ihr Lager für persönliche Fahrzeuge. Und zu zuletzt, klar, braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen Freund, der euch kurz bei diesem Glitch unterstützt. Habt das Ganze sehr gut, dann könnt ihr mit dem Glitch anfangen. Als erstes seid ihr mit eurem Freund in irgendeiner GTA Online-Sitzung. In meinem Fall war ich jetzt hier in einer Freundessitzung und trefft euch beim Casino. Und nein, das Casino müsst ihr hier nicht besitzen. Denn ihr fahrt jetzt zum Casino mit einem Fahrzeug, was ihr nicht für diesen Glitch verliert. Und ganz wichtig, es darf auch nicht das Fahrzeug sein, was ihr euch duplizieren wollt. Gut, habt ihr euch da getroffen, dann steigt euer Freund jetzt mit in euer Fahrzeug ein. Ist auch eurem Fahrzeug drinne, dann fahrt ihr hier ins Parkhaus rein. Seid ihr drinnen angekommen, dann steigt euer Freund wieder ins Fahrzeug ein. Und actually, das war's schon für euren Freund. Euer Freund muss einfach nur drinnen sitzen bleiben. That's it. Ihr geht's aber zu Fuß aus dem Parkhaus raus. Ganz wichtig ab jetzt, ihr benutzt jetzt hier kein persönliches Fahrzeug mehr. Nur noch Straßenfahrzeuge oder das Fahrzeug von eurem Freund. Denn als nächstes müssen wir jetzt hier zum Nachtclub. Seid ihr beim Nachtclub angekommen, geht es hier in die B1-Garage rein und geht dann zu eurem Sonderfahrzeug. Ihr werdet merken, dass ich mich jetzt hier noch bewegen kann, lenken kann, etc. Wenn ich jetzt aber einmal die rechte Pfeiltaste drücke, dann bin ich auf einmal gefreezed. Ich kann nichts mehr machen. Um aus diesem gefreezten Modus wieder rauszukommen, drückt ihr einfach die Optionstaste. Dann öffnet sich die Karte. Und jetzt könnt ihr die Karte auch wieder schließen mit nochmal Optionstaste. Und dann werdet ihr merken, dass ihr wieder entfreezed seid. Aber wenn ihr jetzt aussteigt und nach draußen gehen wollt, werdet ihr merken, dass ihr trotzdem so einen gewissen verbuggten Modus drin seid. Das ist sehr gut. Denn als nächstes öffnet die Karte und starten irgendwo einen Job über die Karte. Da wir als nächstes zur Arena möchten, wäre es natürlich schlau, einen Job in der Nähe von der Arena zu starten. Sind wir jetzt im Jobmenü angekommen, dann brauchen wir jetzt hier unseren Bot. In meinem Fall, weil ich PS5 bin, ist mein Bot Anabug1P5. Aber eure Botnamen habe ich natürlich in die Kommentare geschrieben, deswegen checkt's mal ab. Gut, habt ihr euren Bot gefunden, dann treten wir jetzt einfach bei. Die erste Meldung akzeptiert ihr mit X, aber die zweite Meldung brecht ihr mit Kreis ab. Und wenn alles funktioniert, sollten wir jetzt am Jobkreis spawnen. Diesen Mini-Glitch nennt man Job-Teleport, by the way. Und jetzt gehen wir hier zur Arena. Wichtig, hier immer noch kein persönliches Fahrzeug anfordern. Wenn es weiter weg ist, Straßenfahrzeug oder geht zu Fuß. Falls bei euch kein Bot zur Verfügung steht, könnt ihr den Jobring einfach verlassen, dann bin ich aber direkt neben einem Nachtclub außerhalb gespawnt. Das funktioniert natürlich auch. Gut, sind wir jetzt in der Arena angekommen, steigen wir jetzt in das Fahrzeug ein, was wir uns duplizieren wollen. Wie gesagt, nimmt ein Easy in der Zugeschock-Variante, bringt am meisten. Und ja, hier hat mein Easy ein persönliches Kennzeichen, aber wie gesagt, ihr braucht es hier nicht. Ist nur reiner Zufall. Sind wir im Juni-Menü angekommen, ändern wir jetzt irgendwas am Fahrzeug. Es ist völlig egal, was ihr ändert, Hauptsache irgendwas. Habt ihr irgendwas geändert, dann drückt ihr zweimal Kreis und geht dann jetzt hier auf Arena verlassen. Das bewirkt, dass wir zwar die Arena verlassen, aber mit dem Fahrzeug, was wir uns duplizieren wollen. Sind wir jetzt draußen angekommen, öffnen wir das Handy und rufen jetzt den Mechaniker an. Denn wir wollen jetzt das Fahrzeug anfordern, was für diesen Glitch verloren gehen kann. Also am besten einen kostenlosen Elegy. Aber Achtung Leute, hier gibt es ein ganz, ganz kleines Timing. Denn sobald ihr das Fahrzeug bestellt habt, was für diesen Glitch verloren gehen kann, zählt ihr bis 10 Sekunden. Denn nach 10 Sekunden sagt eurem Freund Bescheid, ey, jo, bitte steig mal aus dem Fahrzeug. Und jetzt achtet aufs Nummernschild, Leute. Denn ihr seht ja noch mein Nummernschild. Aber wenn alles funktioniert hat, sollte, sobald euer Freund aussteigt, sich das Kennzeichen ändern. Denn das Auto, wo ihr gerade drin sitzt, übernimmt das Kennzeichen vom Elegy. Und zack, bum, bam, ihr seht hier, hat sich geändert, perfekt. Und zu diesem Zeitpunkt, Leute, ist es nicht mal euer originaler Easy, sondern jetzt euer Duplikat. Aber halt, Leute, es ist noch nicht gespeichert. Um das Ganze zu speichern, müsst ihr jetzt euer MOC anfordern. Das bedeutet, ihr geht ins Interaktionsmenü, Sonderfahrzeuge und mobile Kommandozentrale anfordern. Und jetzt fahrt ihr mit eurem Fahrzeug ins MOC rein. Seid ihr drin angekommen? Perfekt, ist es gespeichert. Und so habt ihr das Fahrzeug dupliziert. Und natürlich könnt ihr es einfach wieder back-to-back-to-back wiederholen, so oft wie ihr wollt.
Aber Leute, achtet aufs tägliche Verkaufslimit.